So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 30. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ja, in dem Zusammenhang natürlich jetzt das nächste potenzielle Leg-Down, die nächste Attacke auf die 15.000er-Marke im DAX zum Thema machen. Heute früh am allmorgendlich im Grunde genommen, kurz nachdem der Wecker geklingelt hat, einen guten Morgen über Twitter abgeschickt und dann in dem Zusammenhang natürlich festgestellt, dass die europäischen Indizes in der Vorbörse, also DAX dann an der Stelle gerade voran, tatsächlich wieder unter Druck waren, sehr deutlich unter Druck waren auch die US-amerikanischen Indizes. Und dann dachte ich mir so, was ist passiert? Die nächste Mutante, die irgendwie uns dort gegenübersteht. Nein, es ist immer noch die alte Mutante, also die alte Mutante, die neue Mutante, Omikron-Mutante. Und in dem Zusammenhang allerdings jetzt dann eine Äußerung des Moderna-CEOs. Über Nacht ist ein Artikel veröffentlicht worden. Ich habe das erstmalig jetzt bei Financial Times gesehen. Und dieser Moderna, oder der Moderna CEO, also der Impfstoffhersteller Moderna an der Stelle, hat sich skeptisch geäußert im Hinblick auf die Wirksamkeit der Impfstoffe in Bezug auf diese neue Mutante, beziehungsweise hat gesagt, es verdichten sich wohl die Anzeichen, dass hier die Wirksamkeit nicht so stark gegeben sein sollte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, habe ich erstmal mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir, da kommen wieder so viele Zufälle jetzt zusammen. Die sind schon ein bisschen, also das sind schon sehr, sehr zufällig, das aktuelle Umfeld. Denn parallel dazu gestern Abend Äußerungen von Jay Powell, wir werden gleich auch im Detail drauf eingehen. Aber nur mal im Hinblick jetzt auf diese Äußerungen vom Moderna CEO noch vor 3 Tagen. Also das heißt, am Wochenende, beziehungsweise am Freitag, tauchte ja diese Mutante dann erstmalig auf in dieses dünne Umfeld hinein, was dann auch diese Übertreibung potenziell im VIX nach sich zog, im Volatilitätsindex, im S&P. Beispielsweise ein DAX über 5% ins Minus beförderte und dergleichen. Und da konnte ich noch lesen, erinnerte ich mich noch dran, ich habe es dann nochmal gedouble-checkt, ob ich mich da nicht eventuell verlesen habe, aber dass dort diese Mutante, dass man erst wüsste in ungefähr 2 Wochen, roundabout, 2, 3 Wochen eventuell sogar, ob die Wirksamkeit der Impfstoffe, die aktuell verfügbar sind, sich gegen diese Mutante nicht anbieten. Und ja, jetzt auf einmal weiß man schon nach 2 Tagen, dass oder 3 Tagen an der Stelle. Ich meine, klar, er ist CEO und er ist im Unternehmen selber. Er wird auch entsprechende Vita haben und er wird eventuell auch einen anderen Blick auf die aktuellen bis jetzt gelaufenen Tests bereits haben. Aber nichtsdestotrotz mutet das irgendwie komisch an, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, weil also entweder sind es ein paar Wochen oder man hat schon eine Tendenz nach, sagen wir mal, 2, 3 Tagen an der Stelle. Aber die Differenz, die ist schon ziemlich dramatisch. Und also man will nichts unterstellen, aber irgendwie mutet das ein bisschen seltsam an, ein bisschen so ein Hype, der da jetzt vielleicht gemacht wird aktuell. Wir blicken da gleich drauf, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit den Entwicklungen, die Jay Powell dort skizziert, Auswirkungen der Omikron-Variante auf angeblich die US-Wirtschaft. Auch da denkt man sich, also das, was seitens hochrangiger südafrikanischer Mediziner kommuniziert worden ist. Ich weiß nicht, also da kommt man irgendwie so ein bisschen ins Grübeln, ehrlich gesagt, wenn dort von milden Verläufen die Rede ist und dann heißt es plötzlich jetzt nach, wie gesagt, 2, 3 Tagen Impfstoff, wo man erst in 2, 3 Wochen wüsste, sind eventuell nicht wirksam. Parallel dazu kommt dann der Fed-Chairman und sagt, oh, wir müssen wahrscheinlich die Wirtschaft weiter eben stützen. Das hat Auswirkungen zwangsläufig natürlich auf die Erwartungen im Hinblick auf die Leitzinsen. Ja, und all das ist eigentlich ein grundsätzlich sehr bullisches Umfeld für Equities, interessanterweise nach einem initialen Flashout. Also darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Das sollte man nicht unterschätzen in Bezug auf das übergeordnete Bild, was wir dort zu sehen bekommen. Wir werfen natürlich einen Blick auch noch auf Gold in dem Zusammenhang, logischerweise. Noch relativ verhalten die Performance, aber auch hier muss ich ganz ehrlich gestehen, skizziert dieser Ausblick eher ein bullisches Bild oder lässt ein bullisches Bild skizzieren. Ja, Einzeltitel, wenn wir auf jeden Fall auf Salesforce blicken. Salesforce hat nachbörslich heute Zahlen. Also wir haben auf jeden Fall einiges auf der Agenda, bevor wir offiziell starten. Zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem Risiko einhergehen, ausgehend von der Hebelwirkung, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich zuerst einmal mit den Risiken dieser Produkte natürlich vertraut, beziehungsweise zuvor stelle man sein persönliches Risikoprofil fest. Dann starte man mit einem Demokonto, schaue, ob der Handel mit diesen Produkten ausgehend von den entsprechenden Schwankungen und dergleichen im Hebeleinsatz für ein geeignetes. Und sollte man diese Frage damit für sich mit Ja beantworten, dann ist der Weg zum Live-Konto ebenfalls natürlich möglich. Alle Informationen hier auf markets.com/de. Dort findet ihr auch den vollständigen Risikohinweis. Alle darüber hinausgehenden Informationen gerne per E-Mail an Elena erfragen. Ich stehe euch gerne zur Verfügung, sowohl hier als im Money Meeting im Livestream in Bezug auf eure Fragen, aber auch natürlich unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut.
Stellt gerne Fragen zu den Ausführungen meinerseits, stellt gerne in dem Zusammenhang Fragen zu Märkten, die ich nicht abgedeckt habe und dergleichen. Würde mich dort freuen, mich mit euch austauschen zu dürfen. Auf meiner Webseite jk-trading.com/forum habt ihr eine Trading-Chatbox, wo ihr zudem weitere Fragen nicht nur stellen könnt, sondern euch auch mit gleichgesinnten Tradern austauschen könnt. Discord-Community noch in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Was haben wir noch? Discord-Community, Twitter, natürlich, Twitter und dann natürlich auch eine Möglichkeit, mit mir via E-Mail in Kontakt zu treten. So, wir haben hier einmal die MarketsX-Handelsplattform, auf die gehen wir gleich ein. Ich räume kurz mal hier im Hintergrund ein bisschen auf, guck mal hier, ob das alles gut gestreamt und übertragen wird, was eigentlich der Fall sein sollte, aber schauen wir mal eben ganz kurz. So, Destinations, oh, ich muss das hier updaten. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, also sehr schön. Ganz kurz, bevor ich starte, einen Augenblick, will ich noch mal eben hier einen Link einstellen zur Twitch-Community. Wie gesagt, bis jetzt bei YouTube immer alles gut gewesen, aber nichtsdestotrotz sollten da mal Schwierigkeiten auftreten. Dann habt ihr hier den Link zur Seite von Twitch, über deren Kanal ich ebenfalls dort entsprechend die Morning Meetings streame. Und ja, dann blicken wir auf den DAX. Also hier erstmal die Abschläge, von denen ich gerade initial sprach. Man kann sehen, das ist der nächtliche Handel. Und hier diese entsprechenden, diesen scharfen Drop. Wir haben gestern tatsächlich Schwierigkeiten gehabt. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Wir haben gestern Schwierigkeiten gehabt, diese Widerstandsregion rauszunehmen, die ich im Morning Meeting schon zum Thema machte. Ich hatte eigentlich ein bullischeres Bild erwartet, aber hier kam einfach nicht dann ausreichend Dynamik auf, um diesen Bereich um 450 bzw. rund 15.500 Punkte rauszunehmen. Wir rollten nochmal über. Wir konnten allerdings dann die 15.300er Marke in den Abend hinein halten. Es gab einiges an Volatilität, habe ich dann gestern Abend noch festgestellt. Auch im Impfstoffherstellerbereich. Ich bin bis jetzt nicht wirklich darum klar, was da passiert war. Also das ist ganz interessant. Das gilt sowohl für Moderna als aber beispielsweise auch für Novavax. Novavax konnte sich nicht so gut erholen von diesen initialen Abschlägen, die plötzlich aus dem Nichts kamen. Also es gab einen Trading Halt, das lief bei mir über den Ticker. Und das impliziert, dass da kurzzeitig mehr Volatilität aufgekommen ist, als historisch bekannt ist. Und dann gibt es einen sogenannten Circuit Breaker, das ist mal sehr einfach gesprochen, seitens der Börse an der Stelle, die dann eben den Handel zunächst aussetzt, um einen kontrollierten Ausverkauf der Aktie, Flash Crash und dergleichen eben zu unterbinden, beziehungsweise so lange den Handel auszusetzen, bis wieder ausreichend Geld und Briefseiten sich eben im Orderbuch dann wiederfinden. Und ja, was auch immer der Grund war, es hat sich nicht im breiten Markt wiedergespiegelt. Moderna hat sich komplett davon erholen können, sogar jetzt auch in der Vorbörse sich weiter aufgemacht, auf der Oberseite die 370 wieder zu attackieren. Die Region, der Ausblick weiter bullish. Bei Novavax, wie gesagt, so ein bisschen angeschlagen das Bild, ein bisschen angekratzt, aber auch hier grundsätzlich bleibt der Ausblick positiv, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen. Darauf blicken wir gleich allerdings nochmal separat. Wie gesagt, wir rollten jetzt dann entsprechend hier über. Heute Nacht erstmal ein Versuch nochmal hier in Richtung der gestrigen Tageshochs sich aufzumachen. Natürlich ein ganz dünnes Umfeld. Das ist nicht wirklich aussagekräftig. Aber wir rollten dann entsprechend eben über und dann, ich würde mal jetzt sagen, dann hittete die Headline. Also das scheint mir hier durchaus einen Kausalzusammenhang zu geben. Ich habe nochmal geschaut. Genauen Zeitstempel habe ich jetzt nicht gehabt, aber ich glaube, es war gegen 5, 6 Uhr roundabout, dass diese News eben und diese Skepsis, diese Zweifel seitens des Moderna-CEOs über den Ticker liefen. Und das sorgte dann entsprechend eben hier für Abschläge, die sich auch im US-amerikanischen Bereich, im Future natürlich dort bemerkbar gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel mal uns den S&P anschauen, hier kann man das ebenfalls erkennen. Da sind wir unter nochmal 4.660 Punkte gerutscht. Wir hatten dieses Niveau eigentlich gestern auf Schlusskursbasis verteidigen können. Nicht verteidigen, zurückerobern können. Das ist die bessere Formulierung. Das war ja auch ein Bereich. Das mal ganz kurz hier einzeichnen. So. Dieser Bereich, also deutliche Rückeroberung war es jetzt noch nicht. Ne? Das muss man da ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz. Das war schon mal ein erstes positives Signal, auch besonders im Hinblick eben auf diese Dynamik, die wir dann oder den Close im Bereich, obwohl, ja, das sieht jetzt das ist ein bisschen verzerrt, ehrlich gesagt. Wir sind so ein bisschen übergerollt. Also so wirklich im Bereich der Tageshochs haben wir nicht geschlossen. Es ist jetzt nicht dramatisch, das sind nur 0,4, 0,5%, die wir hier übergerollt sind, aber ein Close in dem Bereich wäre ein bisschen günstiger gewesen, wie auch immer. Also auf jeden Fall haben wir hier ab der. Oder ausgehend von der Markteröffnung, kurzer Versuch auf der Unterseite nochmal die 4630, 4620, diesen Bereich der morgendlichen Tiefs, die dort im Bereich der europäischen Märkte ausgebildet worden sind, haben wir die verteidigen können, sahen dann
starke Nachfrage im breiten Markt hier, also im S&P 500, und haben dann eben diese 4650, 4660er Region auch auf Schlusskursbasis halten können. War eine knappe Angelegenheit, aber nichtsdestotrotz ist gelang. Und dann kam eben diese Meldung potenziell und hat uns entsprechend wieder unter Druck gebracht, beziehungsweise sogar in der Vorbörse jetzt unter 4600 Punkte geführt. Und jetzt gilt es so ein bisschen abzuwarten. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, ich tue mich sehr schwer damit, da irgendwas Bärisches zu skizzieren. Der Grund dafür, den will ich mal ganz kurz darlegen, bevor wir uns jetzt mit den charttechnischen Gegebenheiten hier weiter auseinandersetzen, in Bezug auf den S&P, aber auch in Bezug auf den DAX. Also, wir wollen noch mal ganz kurz den Ablauf skizzieren, damit wir hier auf der gleichen Seite sind. Also, das war jetzt CNN Health, also CNN offensichtlich, am Freitag. Ne? Das war, Moment, ist jetzt geupdatet worden, 30. November. Das war ein Artikel, den haben wir am Freitag schon erstmalig gesehen. Und da sieht man es, Americans, also bezogen natürlich auf die USA hier an der Stelle, face at least 2 weeks of uncertainty as scientists work to answer 3 key questions about the new Omicron variant. Was CNN hier schreibt, ist, dass die US-Amerikaner, eigentlich global möchte man fast sagen, beziehungsweise besonders auch Westeuropa an der Stelle, mindestens 2 Wochen Unsicherheit sich gegenübersehen, weil Wissenschaftler wohl 3 Schlüsselfragen in Bezug auf die neue Omikron-Variante zu beantworten haben. So, jetzt wird der eine oder andere schon eventuell sagen, naja, CNN, ja, ich verstehe, aber das ist zumindest das, was in Mainstream-Medien gelaufen ist. Deswegen nutze ich diese Information hier, denn das war auch das, was auf breiter Front kommuniziert wurde und wie ich eben auf diese 2 Wochen komme. Also die sind ausgehend hiervon. Und jetzt habe ich in dem Zusammenhang hier den Artikel, man muss ein bisschen scrollen, um dann diese Schlüsselfragen zu sehen, aber wenn man ein bisschen sucht, dann wird man hier fündig, nämlich Moderna, also mRNA-Impfstoffhersteller Moderna, expects to know in a couple of weeks. Also Moderna erwartet in einigen Wochen zu wissen, whether the new Omicron variant impacts the efficacy of its vaccine. Its chief medical officer said Sunday. Also am Sonntag haben die gesagt, dass es einige Wochen dauern dürfte, um zu wissen, wie sich die Wirksamkeit ihres mRNA-Impfstoffs in Bezug auf diese Omicron-Variante darstellt. Also das deckt sich mit dem, was wir in der Headline dieses Artikels schon sehen können und was auch auf breiter Front eben entsprechend zum Thema gemacht wurde. So, und dann kommt plötzlich heute Morgen der CEO an der Stelle. Moderna Chief predicts existing vaccines will struggle with Omicron. Das ist ein Financial Times Artikel gewesen. Den können wir mal sehen. Ich glaube, ich habe den gar nicht. Doch, der ist frei verfügbar. Okay. Also, das heißt, der Chef von Moderna, ich gehe davon aus, dass der Herr durchaus weiß, wovon er redet. Der wird auch einen entsprechenden wissenschaftlichen Background haben. Dass der eben an dieser Stelle vorhersagt oder erwartet, dass die aktuell verfügbaren Vakzine, also Impfstoffe, mit Omikron Schwierigkeiten haben. Was auch immer das für Gründe haben soll, eventuell weil noch mehrere Mutationen auftreten und dergleichen. Das soll ja eine ziemlich aggressive Variante sein, wie auch immer geartet. Also auf jeden Fall widerspricht diese Meldung von heute früh, die, wie gesagt, und ich gucke mal ganz kurz, vielleicht ist hier ein genauerer Zeitstempel. Ne, da steht nur 3 Stunden. Okay, also diese 3 Stunden, die standen auch schon heute früh, als ich um 9:30 Uhr roundabout auf den Artikel geklickt hatte, deswegen, das hat sich noch nicht verändert. Also, aber diese Aussage hier korrespondiert natürlich potenziell mit diesem Abverkauf, den wir in Equities gesehen haben, der aktuellen Unsicherheit, die aufkommt, zeitgleich, will ich es mal ganz kurz hier zeigen, das haben wir der WIX. Spike höher in dem Fall, den wir hier zu sehen bekommen. Natürlich zeitlich ein bisschen verzögert, das ist ein Gap-Up an der Stelle, weil das ein CFD ist an dieser Stelle, der darauf referenziert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir sehen auf jeden Fall wieder aufkommende Unsicherheit, die auf die Niveaus oder in den Bereich der Niveaus vorstößt, die wir hier schon letzte Woche Freitag gesehen haben, in diesem dünnen Umfeld. So, und jetzt drängt sich so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Frage auf, wie kann das sein? Also ich, wie gesagt, ich will da nichts unterstellen, aber irgendwie mutet das doch sehr seltsam an. Erst sagen wir brauchen mindestens 2 Wochen,
vielleicht mehrere Wochen, in dem Fall 2 Wochen an dieser Stelle, bis wir da genauere Informationen haben. 3 Tage später kommt auf einmal der Moderna CEO, also jemand, der dort wahrscheinlich auch innerhalb dieser Branche sehr, sehr stark verbandelt sein wird, oder gut verbunden, vernetzt sein wird und sagt, dass die existierenden Vakzine dann sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der Omikron-Variante haben. Er kann natürlich immer sagen, er ist davon ausgegangen, dass, wenn im Nachgang sich das hier als falsch herauskristallisiert, aber es sorgt natürlich im derzeitigen Umfeld für Nervosität. Und was mich eben in dem Zusammenhang, also da muss ich wiederum sagen, das wäre alleinstehend jetzt noch nicht so das Problem. Also alleinstehend muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das, naja, so ist die Wissenschaft eben. Also, ne, also man weiß es eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit in diesem Zusammenhang. Und das ist dann sicherlich auch in gewisser Form die Kombination vielleicht hier wissenschaftlicher Erkenntnisse, Gegebenheiten in Verbindung mit dem Umstand, dass es immerhin ein milliardenschweres, börsennotiertes Unternehmen ist, dessen zukünftige Auftragslagen mit Sicherheit auch dort dann davon von der Wirksamkeit der Impfstoffe eben dann in Bezug jetzt auf weitere Varianten abhängt und dergleichen. Wie auch immer geartet, was die ganze Sache eben so dubios anmuten lässt, ist eben der Gesamtkontext, in dem wir uns mittlerweile befinden. Und wo ich auch denke, wo es durchaus Sinn macht, das Ganze ein bisschen globaler zu betrachten. Wir haben gestern Abend nämlich plötzlich gesehen, Jay Powell, das ist der Fed Chairman, der hat gestern eine Rede gehalten, gestern Abend. Ich hatte die durchaus, also ich hatte die zwar auf dem Schirm, aber ich hatte jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass da irgendwas Brisantes gesagt wird. Und wir sehen es auch im Marktverlauf insgesamt, also es war relativ unspektakulär. Aber er hat interessante Äußerungen im Hinblick auf diese Omikron-Variante jetzt gebracht, wo ich mir dachte, wieso sollte er sich dazu äußern? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, vor dem Hintergrund dessen, was man bis jetzt weiß, beziehungsweise vor dem Hintergrund dessen, dass man eigentlich nichts weiß, nur die Andeutungen seitens einiger hochrangiger südafrikanischer Doktoren und Wissenschaftler, die sagen, man sollte hier in diesem Zusammenhang in Anführungsstrichen so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also wundert sich so ein bisschen, wieso äußert sich dann jetzt ein Geldpolitiker dazu? Neu ernannter Fed Chairman Powell, also beziehungsweise der alte neue Fed Chairman, Omicron Variant creates increased uncertainty for inflation outlook. Ja, und dann ist das erste Statement von Herrn Powell eigentlich schon erklärend. Man will von seinem eigenen Versagen ablenken. So wie Politiker, an der Stelle auch Geldpolitiker es eben tun. Diese Omikron-Variante ist jetzt eben ein erhöhtes Risiko oder beziehungsweise kreiert eine erhöhte Unsicherheit in Bezug auf den Inflationsausblick. Na, welch Wunder. Die Inflation fängt an, auf breiter Front deutlich anzuziehen. Also nur der eine oder andere wird es gestern mitbekommen haben, nur mal hier im Hinblick auf Deutschland. Ja, die Inflation ist jetzt auf das höchste Niveau seit 1992 gestiegen. Damals lag der Leitzins der Bundesbank bei, ich glaube, 8%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder sogar oberhalb von 8%. Also die Realverzinsung war positiv. Man hat also für sein Geld trotz dieser Inflation von 5% zum damaligen Zeitpunkt, begünstigt natürlich durch die Wende damals, also beziehungsweise Wende, Zusammenbruch der DDR, Wiedervereinigung und so weiter. Das waren natürlich damals die Haupttreiber in diesem Zusammenhang, die da eine Rolle gespielt haben. Und ja, diese Inflation, die zieht ja nicht nur in Deutschland an, sondern global ist ein Thema, wird von vielen Notenbankern zum Thema gemacht, aber man will sich natürlich jetzt an der Stelle ungern eingestehen, dass man selber für diese Misere zuständig ist. Also bedeutet an der Stelle, dass man hier dafür zuständig ist, dass eben die einerseits Unmengen an Liquidität, die man ins System pumpt, und parallel dazu eben die Lieferengpässe begünstigt durch diverse Lockdowns, die man veranlasst hat und so weiter, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass das in Kombination dazu führt, dass das inflationstreibend eben sich auswirkt. Ja, zum Glück hat man jetzt eine neue Variante, auf die man alles schieben kann, und Omikron ist schuld. Man könnte das auch ersetzen, man könnte auch Delta dann schreiben, man könnte da XYZ schreiben, irgendeinen griechischen Buchstaben aus dem Alphabet. Man hat jetzt auf jeden Fall einen erneuten neuen Schuldigen gefunden. Und er geht weiter in die Details. Er sagt dann gestern Abend, Virus fears could slow labor market progress and intensify supply chain woes. Ja, also die Angst vor dem Virus an dieser Stelle könnte die aktuellen Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt eben abschwächen, beziehungsweise also die positive Tendenz, die man dort sieht, eben in den Griff bekommen. Wir erinnern uns dran. Omikron ist seit letzter Woche Freitag ein Thema. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt, die wir zu sehen bekommen, die beschäftigt uns schon seit Monaten im Hinblick auf beispielsweise die Jobs, die geschaffen werden, die allerdings nicht besetzt werden können, weil beispielsweise die Menschen im übertragenen Sinne entweder sagen, ich bleibe zu Hause, weil ich kriege mehr Geld dafür, in Form von Sozialleistungen, wenn ich zu Hause bleibe, als wenn ich meinem Job wieder nachgehe und an der Stelle hart arbeite für eventuell sogar weniger Lohn, beziehungsweise die eventuell komplett aus der Arbeitswelt ausscheiden, weil sie einfach sagen, ich verdiene zum Beispiel. Also das ist sehr einfach gesprochen, aber man sollte
die Wichtigkeit nicht, sondern den, diese Überlegung nicht unterschätzen, dass sie eine Rolle spielt, dass die Leute zu Hause bleiben und im übertragenen Sinne zocken für ihren Lebensunterhalt. Mit beispielsweise Bitcoin-Engagements, Meme-Stock-Trading und sonst dergleichen einfach mehr Geld verdienen. Also das ist durchaus etwas, was wir ja auch verfolgen. Das ist jetzt nicht der Hauptteil derer, die zu Hause bleiben, aber es gibt durchaus die eine oder andere Geschichte oder die Story, die man dort auch aus seinem privaten Umfeld, vielleicht in meinem Fall zum Beispiel, hört. Ich hatte in dem Zusammenhang ein ziemlich weitreichendes Erlebnis zu Beginn des Jahres. Da habe ich mit meinem ehemaligen Schulfreund mich mal seit langem wieder ausgetauscht. Man hat sich so in Anführungsstrichen bei Facebook getroffen. Ja, man hat da irgendwie eine Diskussion mit verfolgt oder dergleichen oder hat ein Like gegeben und dann sieht es, das ist automatisch in die Timeline angespielt. Und dann schreibt man sich so an und sagt, hey, wie geht's dir? Was machst du denn so? Und unglaublich gut ausgebildet, also unglaublich gut ausgebildet heißt, ich weiß jetzt nicht genau, ob er seinen Abschluss mit Prädikat gemacht hat. Hier im Bau, Maschinenbau, glaube ich, war das sogar. Weiß ich nicht, aber ich könnte es mir demnach vorstellen. Also ausgehend von der Karriere, die er damals in der Schule gemacht hat, das war einer von den, nennen Sie mal, Superbrains tatsächlich. So, hat aber natürlich auch vielleicht ausgehend von seiner Technologiebegeisterung natürlich dann Titel wie Tesla auf dem Schirm gehabt und sagte halt, ich habe da Positionen aufgebaut, ich verdiene mittlerweile, in Anführungsstrichen, ich verdiene mehr. Also das sind ja Langfristpositionen, aber die Fluktuation in der P&L, meistens eher auf der Oberseite durch diesen aberwitzigen Run, den Tesla dort im letzten Jahr, besonders ab der zweiten Hälfte des Jahres gesehen hat, er sagt, ich verdiene hier mehr, als ich in meinem Job verdiene und ich überlege echt, ob ich das nicht vielleicht sogar beruflich mache. Also ein grundsolider Typ, Familie, Vater von Kindern und so weiter, gut bezahlter Job und sagt, ich eventuell lasse ich das gut sein, das ist mir hier zu stressig, ich habe keine Lust mehr drauf, diesen Ingenieurstätigkeit, ich mache das jetzt mit Trading. Also das hört sich sehr stark vereinfacht an, aber man sollte diesen Effekt nicht unterschätzen. Und wenn selbst solche gut, in Anführungsstrichen, gut situierten, beziehungsweise in ihrem gesellschaftlichen Umfeld so hoch angesehenen Menschen dazu tendieren, kann ich mir vorstellen, ist das bei anderen, die vielleicht auf der Suche sind nach was Neuem, nach einem neuen Kick oder vielleicht die sagen, ich reiß das Ruder jetzt in Anführungsstrichen herum nach all den Enttäuschungen, die ich in der Berufswelt vielleicht erfahren habe. Oder dann sage ich, ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall so, das ist lange Zeit schon ein Thema. Jetzt auf einmal kommt das Virus, die Omikron-Variante, die in diesem Zusammenhang natürlich jetzt einer der Gründe ist, warum sich die Situation darstellt. Es sind nicht die Incentives, vielleicht, so möchte ich sie vielleicht mal bezeichnen, die die Regierung hier ausschüttet oder sonst dergleichen. Supply Chain Woes, also unterbrochene Angebotsketten beispielsweise. Auch hier, das Virus wird als Grund vorgeschoben. New Variant ist Omikron, poses downside risks to economy and employment. Die neue Variante Omikron ist ein Risiko hier für die Wirtschaft, die US-Wirtschaft an der Stelle, weil das ja der Fed-Chairman ist, auch für die Situation am Arbeitsmarkt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Omikron löst plötzlich alle Sorgen im Hinblick auf die Versagensängste, die vielleicht Politiker im Laufe der letzten Monate begonnen haben, in irgendeiner Form zu spüren. An der Stelle, jetzt gibt es den nächsten, der hier schuld ist, ist die Omikron-Variante. Ungeimpfte haben wir auch noch, hier in Deutschland ganz besonders. Also das heißt, im Gesamtkontext ergibt sich endlich ein Schuldiger für diese von der Politik provozierte Misere. So, und jetzt geht man aber mal einen Schritt zurück und denkt sich, okay, aber das passt natürlich im Gesamtkontext, wenn ich mir jetzt anschaue, was hier plötzlich für ein Hype gemacht wird im Hinblick auf diese Omikron-Variante, also der unangemessen erscheint, erstmal sowieso schon unangemessen schien und jetzt hat man plötzlich eben die nächste Story, dass man sagt, eigentlich wissen wir erst in 2 Wochen Bescheid, 3 Tage später, wir können eigentlich jetzt schon mindestens mit erhöhter Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Impfstoffwirksamkeit nicht gegeben sein wird. Also man hat gleich den nächsten Aufhänger, um die nächste Welle an wirtschaftlich Interessenten, wirtschaftlich begünstigenden Umständen zu schaffen, im Falle von Moderna, beziehungsweise hier im Falle der Politik einfach einen Schuldigen zu finden. Das hat Auswirkungen, das hat ganz wesentliche Auswirkungen an dieser Stelle, natürlich auf die geldpolitische Erwartung tatsächlich. Also, denn es ist nämlich so, dass wir hier im Hinblick auf, das hatten wir gestern schon gesagt, die Veränderungen der restriktiveren geldpolitischen Haltung seitens der Fed schon erkennen konnten, schon zum Wochenstart, dass hier ein weniger restriktiver Kurs sich abzeichnet. Und das spiegelt sich dahingehend wieder, wenn wir jetzt mal eine Woche zurückgehen, da hatten wir noch eine Wahrscheinlichkeit hier. Also wir sehen, das ist das aktuelle Zinsniveau, das ist schraffiert, 0 bis 2,5 an der Stelle, also 0 bis 25 Basispunkte Zinsniveau aktuell. Und wir hatten
Ausgehend von dem Umstand, dass wir sagten, naja, wir haben jetzt eine Reduktion der Anleiheaufkäufe, die läuft jetzt an. Das heißt also, dieses QE-Programm wird jetzt deutlich reduziert bis Mitte nächsten Jahres und erwartet dann eigentlich schon ab Juni, also das waren zumindest noch letzte Woche vor Omikron und Co., war das ein Thema, erwartet man eigentlich schon ab Juni Zinsanhebung sofort postwendend. Also Rückfahren der Anleiheaufkäufe, Zins wird gleich um 25 Basispunkte angehoben und erwartet dann für alle Events ab hier an der Stelle, ab eben Juni. Juni, Juli, September, November, Dezember. Man erwartet auf mindestens vier dieser fünf Events tatsächlich eine Zinsanhebung. Das hatte sich hier wiedergespiegelt um jeweils 25 Basispunkte. Und das kann man daran ablesen, dass man eben hier eine Wahrscheinlichkeit an, oder beziehungsweise mit einem Viertel erwartet man vier Zinsanhebungen. Ja, das muss man dazu sagen. Also wir nehmen, die summieren wir alle auf, von unten nach oben an der Stelle und landen dann eben etwas bei etwa unter 30%. Haben allerdings zumindest für drei hier Zinsschritte an der Stelle eine Wahrscheinlichkeit von weit über 60%, also 66, 67% tatsächlich. Denn dann haben wir entsprechend eben hier drei Zinsschritte, die schon mit mehr als 50, fast 70%iger Wahrscheinlichkeit eingepreist sind. Also wenn es nicht vier wären, dann mindestens aber drei. Und jetzt wird es ganz interessant. Wenn wir jetzt nämlich hier rüber gehen, dann erkennen wir plötzlich, dass diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf diese drei Zinsanhebungen durch das Auftreten der Omikron-Variante jetzt auf unter 50%, knapp in den Bereich hier von, naja, so roundabout 30%, etwas mehr, vielleicht 33%. Also die hat sich halbiert, die Wahrscheinlichkeit. Das Maximum der Gefühle sehen wir jetzt hier an der Stelle eben noch, dass wir zwei Zinsanhebungen zu sehen bekommen, um jeweils 25 Basispunkte. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen an dieser Stelle, dank dieser gewählten Rhetorik des Fed-Chairman, wird die Zinsspekulation, nimmt die deutlich ab. Also das heißt, mehr Liquidität seitens des Marktes wird dem Markt zugestanden durch die jetzt auftretende Omikron-Variante. Also der Markt, der macht aus dieser Information, ohne sie zu werten, wie auch immer man sie interpretiert, macht einfach Folgendes: Es ist mehr Liquidität wahrscheinlich. Und das wiederum ist allerdings jetzt dahingehend brisant. Und dann schließt sich der Kreis. Also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber ich hoffe, dass das nicht zu so schlimm ist. Also dann schließt sich der Kreis, warum ich ein grundsätzlich bullisches Bild für Equities zeichne. Ich bin übrigens nicht der Einzige. Da gibt es noch einige andere. Ich will mal ganz kurz Folgendes machen. Ich hole dazu noch den Tweet hier drauf von Bill Ackman. Bill Ackman, Hedgefondsmanager. Der hatte gestern hier. Das hatte schon am 29. Also das war, obwohl gestern hat er das getwittert gehabt. Und das ist der gleiche Gedanke, den er hier im Grunde genommen aufgreift. Er schreibt: A thought. While it's too early to have definitive data, also es ist noch zu früh in Bezug auf endgültige Aussagen diesbezüglich, early reported data suggests that the Omicron virus causes mild to moderate symptoms, also less severity. Das bedeutet also, die ersten Zahlen, die reingekommen sind, die ersten Aussagen, auch südafrikanischer Wissenschaftler, Ärzte und dergleichen, sagen, die Omikron-Variante oder diese Mutante ist an dieser Stelle eben nur mild bis moderat im Hinblick auf den, auf den Krankheitsverlauf an dieser Stelle. Allerdings größt, also stärker ansteckend. Ja, also das ist ja durchaus etwas, was bekannt ist, auch von Viren hier an der Stelle. Das ist ja durchaus bekannt. Die nehmen in ihrer Heftigkeit, der man sich ausgesät hat, im Hinblick auf den Krankheitsverlauf ab. Allerdings sind sie einfacher übertragbar. If this turns out to be true, this is bullish, not bearish for the markets. In dem Fall, er hat es dann nochmal, das kann man hier sehen, das musst du nochmal sagen, also bullish in dem Fall für Equity Markets, beziehungsweise also Aktienmärkte, bearish für den Bondmarkt. Bearish für den Bondmarkt deswegen, weil es potenziell inflationstreibend ist an dieser Stelle und deswegen eigentlich Bonds unter Druck bleiben sollten, also Zinsen weiter ansteigen. Das heißt also etwas anders formuliert, dieser Entwicklung, das, was du da rein interpretierst, weil wir müssen das immer aus der Perspektive erkennen. Und da kommt diese Besonderheit von den mRNA-Wirkstoffen oder Impfstoffen generell und der Technologie, die dort eben dem zugrunde liegt. Wenn man sich ein bisschen mit der Historie im Hinblick auf die ersten Meldungen damals, Anfang 2020 war es, in Bezug auf dieses auftretende Virus und dergleichen auseinandersetzt und wie schnell an der Stelle Moderna, aber auch BioNTech zum Beispiel, in der Lage waren, einen Impfstoff ausgehend von dieser mRNA-Technologie im Grunde genommen zwischen Tür und Angel zu konzipieren. Ja, also es war über ein Wochenende war das möglich. Kann man auch an der Stelle erkennen, wie es jetzt möglich ist, dass innerhalb kürzester Zeit auf diese Mutante einen entsprechenden Impfwirkstoff oder eine Anpassung des vorhandenen Wirkstoffes eben
eben stattfindet. Das bedeutet etwas anders formuliert. Selbst wenn das jetzt hier 6 Wochen dauert, oder in dem Fall, wenn es 100 Tage, glaube ich, gewesen, das war auch so eine Line, man muss natürlich auch der entsprechende, erstmal die Daten sammeln, man muss das entsprechend, den entsprechenden Prozess durchlaufen lassen und so weiter. Aber das höchste der Gefühle, bis wir hier einen wirksamen Impfstoff gegen diese Mutante haben, wären 3 Monate. Sofern er überhaupt nötig ist, anzupassen, denn das setzt ja immer voraus, dass dir wirklich die Wirksamkeit des Impfstoffes jetzt, so wie er vorhanden ist, nicht gegeben ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist in Summe, ist das etwas, was deswegen alleinstehend schon bullisch ist für den Markt, weil der sich wesentlich schneller auf diese neuen Gegebenheiten anpassen wird können. Und wenn ich das kombiniere mit eben dieser jetzt abnehmenden Erwartungshaltung in Bezug auf einen restriktiven geldpolitischen Kurs, den man versucht hier rhetorisch zu provozieren seines Pauls, dann bleibt eigentlich keine andere Wahl, als davon auszugehen, dass jetzt hier ganz bewusst in Anführungsstrichen eine Sau durchs Dorf getrieben wird und eine Sorge provoziert wird, die kurzfristig sich dann hier in entsprechenden Abschlägen widerspiegelt in dem Fall. Also das heißt, hier einen entsprechenden Drop nach sich zieht, initial nachdem diese Meldung über den Ticker läuft, aber die Nachhaltigkeit dieser Bewegung schlichtweg nicht gegeben ist. Also ich sehe an dieser Stelle weiterhin keinen Grund, warum ich davon ausgehen sollte, dass besonders jetzt nach diesem Push auch kurzzeitig unter die 15.000er Marke jetzt nicht langsam, aber sicher wahrscheinlich hier der Moment gegeben sein sollte, dass wir nach unten fertig sind. Und das unterstreicht sich auch hier, oder das lässt sich unterstreichen, mit der aktuellen Entwicklung hier aus rein technischer Perspektive, dass das Momentum nach unten abnimmt und dass das eine potenzielle Übertreibung ist. Das mache ich zum Beispiel erstmalig alleine daran fest, dass wir hier tiefere Tiefs markieren, also die Tiefs von Freitag nochmal rausnehmen, die allerdings dann hier im RSI zum Beispiel nicht mehr bestätigt werden. Also sprich, etwas anders formuliert, was wir hier zu sehen bekommen, ist das Ausbilden einer sogenannten bullischen Divergenz und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier dann früher oder später in den kommenden Tagen eben zu einer sehr scharfen Gegenbewegung tief weit über die 15.000er Marke kommt, scheint mir durchaus hochgegeben, also als verstärkt gegeben tatsächlich. Intraday möchte ich jetzt derzeit noch nicht long sein. Wir sehen, wir haben hier Schwierigkeiten, den EMA auf 5-Minuten-Basis zurückzuerobern. Aber sobald der zurückerobert wird, also das heißt, sofern wir uns in der Lage sind, in den nächsten Stunden hier mit Ausblick auf die US-Märkte vielleicht begünstigt durch diese, oberhalb von 15.100 Punkten zu stabilisieren, sehe ich an der Stelle keinen wirklichen Grund in irgendeiner Form, warum ich nicht davon ausgehen sollte, dass das dann der Startpunkt ist für eine Korrekturbewegung, die uns mindestens in den kommenden Tagen in Richtung hier dieser Abwärtstrendlinie und somit in Gefilde zunächst einmal um 15.500 Punkte eventuell befördern könnte. Also wenn man hier mit einem kleinen Risiko reinkommt, könnte man um diesen, also eine Kernposition aufbaut, würde ich tatsächlich dahin gehen, dass ich sage, ich trade um diesen Kern herum, würde allerdings immer einen kleinen Teil als Swing mitnehmen, in Erwartung, dass es hier zu einem deutlichen Push zurück in Richtung eben dieser 15.500er Region kommt. Sollte ich mich irren, und wir sind noch nicht auf der Unterseite fertig, dann haben wir vielleicht nochmal Potenzial hier ein bisschen gefiltert um 14.800 Punkte. Also das heißt 77.800 ungefähr. Das war auch ein Bereich, den habe ich heute früh in meinem Tweet hier abgesetzt. Da. Also, da kann man sehen, zunächst Long, erstes Ziel, also soweit wir Intraday, da haben wir kurzzeitig oberhalb des EMA 50 notiert, das ist ganz wichtig, der ist mittlerweile übergerollt und wieder drunter gefallen, deswegen ist das anzupassen, aber hier erstes Ziel einer solchen Bewegung bei Rückeroberung der 15.100 liegt um 15.270.300 und darüber eben 4.50.500. Sollten wir nochmal unter die 15 rutschen, dann 14.900, das ist der Bereich Tagestiefs und darunter 77.800 als Kursziel auf der Unterseite. Ja, so, das also in Bezug auf den DAX, beziehungsweise S&P stellt sich ähnlich dar, da haben sich die technischen Gegebenheiten auch unwesentlich verändert. Ich mache das mal hier kurz groß. So, und hier gehe ich nochmal ganz kurz drauf. Für mich auch, also an der Stelle an Unleashed. Also ich denke auch, dass das eigentlich ein Non-Event ist, aber es steht außer Frage, glaube ich, dass hier, also ich schiebe es da drauf, ja, also ich will das nicht in Stein meißeln, aber es scheint mir der sinnvollste Kausalzusammenhang zu sein, der sich hier an der Stelle feststellen lässt, weil diese Reaktion, und die ist relativ heftig, ehrlich gesagt, also das sind fast 2%, die wir verloren haben, der DAX notiert für heute deutlich minus 1% im derzeitigen Umfeld, nach den Abschlägen von Freitag nochmal im Minus an der Stelle, scheint mir durchaus, dass da an der Stelle eben
Zusammenhang besteht. Also wie gesagt, es ist eine Mutmaßung seitens des CEOs, dass die allerdings in solch einem Medium, in einem derzeit derart fragilen Umfeld so getrieben wird, und ergänzend dazu eben hier dann auch die Politiker sich dahingehend äußern und jetzt, wie gesagt, die nächste Panikmache stattfindet und dieser Angstmodus weiterhin so derart forciert wird, der lässt irgendwie erahnen, dass da irgendwas nicht stimmt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dass man eben versucht, dieses vielleicht geldpolitische Experiment weiter auf Gedeih und Verderb irgendwie durchzutreiben, dass man irgendwie einen Grund findet. Ich meine, man überlege sich mal, was wir für eine Konzeptionierung jetzt einen Grundzusammenhang sehen. Also in Europa sowieso, aber auch in den USA. Wir haben eine deutlich anziehende Inflation. Ja, die habe ich ja gerade schon gezeigt. Das sind die höchsten Niveaus in Deutschland jetzt inflationstechnisch seit 1992. Wir haben eine jetzt, ich glaube, ich hatte heute früh was gesehen beim Holger Czepitz, der Redakteur von der Welt, der hat ja was geschrieben von 67 Monate, glaube ich, in Folge ist die Realverzinsung negativ. Die wird kontinuierlich immer negativer aktuell. Also das heißt, das Geld, was du auf dem Konto liegen hast, das wird fortwährend um derzeit mehr als 5% im Jahr kontinuierlich weiter reduziert. Was ja auch durchaus nachvollziehbar ist vor dem Hintergrund der massiven Schuldenstände, die aufgebaut worden sind über die Zeit. Also wie willst du denn diese Schulden jemals wieder zu Anführungsstrichen zurückbezahlen, beziehungsweise das Vertrauen in die jeweilige, in dem Fall in die Währungsunion, Europäische Währungsunion zum Beispiel, wieder herstellen? Vor dem Hintergrund dieser massiven Schuldenstände, die aufgebaut worden sind. Ja, und dann hast du einfach ein Umfeld, in dem du einfach die Inflation in Anführungsstrichen galoppieren lässt, jedenfalls für ein kurzes Zeitfenster, sofern es dir möglich ist, sie überhaupt wieder einzufangen. Und hast dann aus dieser Konstellation allerdings natürlich ein Abtragen eben dieser Schuldenniveaus. Ne? Also das ist ja genau das, um was es hier an dieser Stelle geht. Das ist eine Enteignung der Gläubiger und das ist im Grunde genommen ein Paradies für Schuldner an dieser Stelle. So, und jetzt musst du dieses Umfeld aber weiter irgendwie aufrechterhalten und du darfst jetzt nicht zu restriktiv geldpolitisch agieren, denn dann wirkst du ja in dem Grunde genommen diese inflationäre Tendenz ab. Auch diese beruhigenden Worte, die man hören kann. Ich hatte jetzt in dem Zusammenhang zum Beispiel einen Tweet, den haben wir gerade gesehen, den Post von Bondtrader bei uns im Forum, der dann was von Isabel Schnabel, das ist so eine EZB-Politikerin, die sich heute häufiger im Medial jetzt präsentiert, die dann eben auch sagt, man geht davon aus, dass die Inflation sich deutlich wieder abschwächen, abnehmen wird im Jahr 2022. Nein, das wird sie nicht. Also man kann das alleine an der Aussage festmachen, dass sie sagt, man geht davon aus, dass, nein, sie wird nicht abnehmen, die Inflation. Sie wird weiter anziehen tatsächlich. In dem Zusammenhang muss man sich nämlich mal, oder es reicht an der Stelle eigentlich aus, wenn man sich andere Betrachtungen anschaut. Also Frau Schnabel als EU-Technokratin, Bürokratin, kommt zu diesem Schluss, hat mit der Realität nichts zu tun. Und dann kommt man hier auf beispielsweise so Herrschaften wie Elon Musk. Und Elon Musk hat gestern, guck mal ganz kurz, hatte gestern was geschrieben? Oh, Moment, ein Moment. Nee, das war eine Antwort. Das war gar kein Tweet von ihm, sondern das war eine Antwort auf. Ja, hier. Da kam der Verweis, ich weiß gar nicht, was es genau war, an der Stelle in Bezug auf den Cybertruck, den Tesla da plant, auf den Weg zu bringen. Und er ist darauf eingegangen, also ist auf Twitter dann relativ aktiv und kommuniziert dann auch mit potenziellen Kunden und dergleichen. Und dann schreibt er: Oh man, this year has been such a supply chain nightmare and it's not over. I will provide an updated product roadmap on next earnings call. Also der nächste Earnings Call, da will sich Elon Musk zu den Lieferengpässen, die sich natürlich in seinem Bereich auch im Hinblick Electric Vehicles und Tesla natürlich bemerkbar machen, aber auch branchenweit natürlich bemerkbar machen. Und wenn er dann in diesem Tweet schon darauf verweist, also ich meine, klar, Elon Musk ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil der spielt ja auch gerne durchaus so ein bisschen Spielchen und er ist sich auch durchaus seiner Reichweite bewusst und so weiter. Das sollte man eventuell deswegen so ein bisschen austarieren und das sollte man nicht so auf die Goldwaage legen. Aber ich lese an der Stelle zunächst einmal, dass diese Engpässe, Lieferengpässe, sich weiter fortschreiben werden ins nächste Jahr. Und der Mann, der ist an der Front, in Anführungsstrichen, der ist in der Praxis. Und der hat mit Sicherheit einen wesentlich besseren Überblick über, sicherlich auf seinen Bereich bezogen, aber auch vielleicht lässt sich das auch extrapolieren auf andere Bereiche, mit Sicherheit einen wesentlich besseren Überblick darüber, wie sich die Situation hier aus angebotstechnischer Sicht darstellt. Das in Kombination mit eben den Sorgen um jetzt Mutanten, die auftreten und der Wahrscheinlichkeit, dass die im
Fed eher mehr Liquidität liefern wird, als das aktuell vielleicht sogar erwartet wird, als weniger und sogar Zinsanhebung Thema werden, das sorgt dafür, dass die Inflation, dass der Inflationsdruck weiter steigen wird. Das ist der simple Rückschluss, den man daraus ziehen kann und weswegen man auf die Äußerung von irgendwelchen Politikern oder einer EZB-Politikerin an der Stelle einfach nichts geben sollte. Also das heißt, die sagt etwas, was in irgendeiner Form sich gut anhört, aber was mit der Realität nichts zu tun hat. So einfach könnte man das hier zusammenfassen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir waren Labortests. Genau, also reine Mutmaßung, wie gesagt, also der Gesamtkontext, genau, wir kürzen das mal ab an der Stelle. Der Gesamtkontext ist einfach irgendwie dubios, also irgendwie fühlt sich das komisch an, dass man eben, wie gesagt, im Gesamtkontext solchen Abwurf jetzt eben hier erkennen kann. Kommen wir ganz kurz zum S&P, also da haben wir die Attacke auf die 4,6 zu sehen bekommen, wir pendeln gerade um dieses Level, das bleibt auch weiterhin die Inflection auf der Unterseite, also ich möchte keinen Schluss unterhalb der 4600er Marke an dieser Stelle sehen. Wir haben jetzt den ersten Versuch, die 4650, 4660 versucht zurückzuerobern, das gilt auch weiterhin in diesem Bereich zurückzuerobern. Hier in dem Bereich sollte sich hier ein Doppelboden ausbilden und sollten dann auch die 650, 660 rausgenommen sein, dann wäre das wahrscheinlich die Initialzündung. Einfach für die Jahresendrallye. In dem Fall, mutigen gehört die Welt vielleicht an der Stelle. Schauen wir einfach, wie heute die US-Märkte reinkommen. Sollten wir uns zum Opening deutlich oberhalb von 4600 Punkten halten können. Auch für den Tag dann im Hinblick auf den ETF, auf den S&P 500, den Spider, es ist an der Stelle SPY, sollten wir uns oberhalb von WeWop halten können, den volumengewichteten Durchschnittspreis, Nachfrage reinkommen in den Markt, könnte man sich überlegen, gegen diese Tiefs hier von heute früh, 4,580 ungefähr, 4,585, einen ersten Long auf den Weg zu bringen und die Position dann kontinuierlich weiter aufzubauen mit dem Ziel oder ganz besonders nach, vielleicht muss man es eher so formulieren, der Rückeroberung der 4,660 an der Stelle, welche dann den Weg, die Tür öffnen würde in Richtung Allzeithochs 4,57 und höher, was dann zeitgleich auch korrespondiert mit dem eben bullischen Ausblick, den ich gerade für den DAX skizziert habe. So, das also zum DAX, zum S&P. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Inflation. Ja, Blick auf den Euro bietet sich wahrscheinlich an der Stelle an. Euro jetzt mit einer scharfen Gegenbewegung gegen die Tiefs. Muss man ja auch sagen, konnte durchaus erwartet werden nach diesem recht starken, überdehnten Modus auf der Unterseite. Das nimmt jetzt allerdings wieder so ein bisschen dieser Modus, der fängt sich an, sich doch wieder deutlicher zunächst jedenfalls günstiger vielleicht für den Euro zu präsentieren, denn das Zinsdifferenzial zwischen den US-Schuldtiteln und Euro-Schuldtiteln an der Stelle, das beginnt sich eben jetzt wieder so ein bisschen an zu reduzieren. Also was wir hier gesehen haben, war die anziehende Inflationserwartung in den USA, konterkariert oder gegengesteuert durch entsprechende restriktive Rhetorik seitens der Fed und so weiter in jüngerer Vergangenheit. Und jetzt stellt sich eben dann heraus, dass man vielleicht doch feststellt, man muss mehr Liquidität liefern. Das führt dazu, ich will das ganz kurz hier zeigen, das führt dazu, dass US-Zinsen sich im regelrechten Sinkflug befinden. Also ausgehend von noch vor kurzer Zeit markierter Hochs hier im Bereich 24. November, das war vor einer Woche am Mittwoch, das war vor dem Thanksgiving-Wochenende, da sind wir fast bei 1,7% gehandelt worden. Also das war Region Jahreshochs, ja, das sollte man nicht unterschätzen, das war wirklich ein sehr elevated Level, auf dem wir hier zinstechnisch gehandelt sind und sind dann infolge der jüngst aufgetretenen Schwankungen, Omikron-Variante, Kommentare jetzt von Jay Powell und dergleichen im Sinkflug. Also wir sind jetzt fast 30 Basispunkte eingeknickt an der Stelle und das innerhalb von 2 Handelstagen. Durch auch die klare Suggerierung, die Suggestion, die hier seitens der Fed aufrechterhalten wird, macht euch keine Sorgen. Da kommt eine Mutante, die Mutante, die wird wegliquidiert. Ja? Also wegliquidiert im Sinne von, wir kommen mit so viel Liquidität, dass da keine Mutante im Stehen bleibt. Das ist besser als jeder Impfstoff. Also das ist so im übertragenen Sinne die Kommunikation, die man irgendwie hier zwischen den Zeilen seitens der Fed hört. Und der Zinsvorteil, der sich jüngst jetzt hier herauskristallisiert hat und diese Rallye eben befeuert hat zunächst einmal, kommt jetzt eben so ein bisschen zum Erliegen und begünstigt diese Gegenbewegung. Das ändert aber nichts am längerfristigen Bild in dem Fall, auch wenn wir kurzfristig die Long-Seite zu favorisieren haben, beziehungsweise jetzt hier vielleicht ein Pull-In gegen diesen Bereich 13,60,
Pull-in-Rücksetzer gegen die 1330er-Region ungefähr eher long traden sollten, also vielleicht kurzzeitig einen Pull-in erwarten, aber dann gegen diesen Bereich uns nochmal long positionieren, mit Ziel um 1,14 Pi mal Daumen. Das ist hier diese rot gestrichelte Linie an dieser Stelle. Eben begünstigt durch die aktuelle Entwicklung, die wir jetzt im US-Zins zu sehen bekommen, der den US-Dollar eher wieder abstoßen lassen und zunächst einmal zu Kapitalrückflüssen in den Euro führen, was aber nicht das übergeordnete bärische Bild für den Euro in irgendeiner Form beeinflusst. Also nur, das ist das, um was es jetzt hauptsächlich geht, dadurch, dass mehr Schwankungen in den Zinsbereich kommt, werden auch FX-Pairs, also Devisen-Trades an der Stelle wieder attraktiver, weil eben die Intraday-Volatilität beginnt, sich stärker darzustellen. Wir müssen mal hier schauen. Ich meine, das ist eine Bewegung an der Stelle, wenn wir jetzt mal die gestrigen Tiefs heranziehen, das ist eine Bewegung von 100 Pips. Ja, also das hatten wir schon vor 10 Jahren locker, auch innerhalb weniger Stunden, Stichwort Euro-Schuldenkrise und dergleichen. Aber in der jüngeren Vergangenheit war das doch eher ein ziemlich dröges Bild, was die FX-Märkte uns hier präsentiert haben. Und jetzt kommt eben durch diese aktuellen Schwankungen im Zinsbereich auch eine entsprechende Volatilität im FX-Bereich. Also das sollte man auf dem Schirm haben, diejenigen welchen, die eben hier gewartet haben auf ein wieder attraktiveres Marktumfeld für FX-Pairs, finden jetzt wieder mehr Futter, welches sich eben hier potenziell kapitalisieren lässt aus trading-technischer Perspektive. Also Rücksetzer kurzfristig, wie gesagt, Rücksetzer auf die 1330er-Region, sieht ein bisschen überdehnt aus jetzt hier gerade, Rücksetzer auf die 1330, von dort nochmal eine Attacke auf die 1,14, nichtsdestotrotz, das ist nur kurzer Natur, wenn man sich zeitgleich nämlich anschaut, was wir hier zu sehen bekommen in Bezug auf die Inflation, nochmal, das sind die höchsten Inflationsniveaus, zurückgehend bis 1992, haben wir vorher nie zu sehen bekommen. Ja. Zeitgleich Nullzins an dieser Stelle, bedeutet also etwas anders formuliert, Engagements im Euro sind jetzt nicht unbedingt sonderlich attraktiv. Bedeutet also eher sind langfristig Kapitalabflüsse aus dem Euro zu erwarten an der Stelle und infolgedessen sollte diese übergeordnete Abwärtsstruktur, die wir hier sich herauskristallisiert sehen, eher sich noch beschleunigen sehen. Klar, wenn wir die 14 zurückerobern im Euro-US-Dollar, wäre vielleicht sogar eine ausgedehntere Bounce-Bewegung bis in Richtung der 1,15er-Gefilde denkbar. Aber gegen diese obere Abwärtstrendkanalbegrenzung ist ein Überrollen mit erneuter Attacke auf die 1, in dem Fall 12er-Region, vielleicht sogar ein Drop drunter und dann Lauf in Richtung der 1,10 am wahrscheinlichsten derzeit. So, US-Dollar-Schwäche sorgt erstmal dafür, dass Gold jetzt in der Lage ist, so ein bisschen aufzubegehren. Allerdings bis jetzt noch nicht viel passiert. Wir müssen uns nämlich eins vor Augen führen. Die aktuellen Zinsniveaus, wenn wir von 1,42% für 10-jährige US-Schuldtitel sprechen, sind nochmal niedriger als jene Zinsniveaus, die wir letzte Woche am Freitag gesehen haben. Als erstmalig diese News über den Ticker lief und wo wir diesen Spike, obwohl, stimmt gar nicht, ne? Doch, stimmt wohl. Spike zurück über die 1800 zu sehen bekommen haben. Also das ist bis hier noch keine starke Vorstellung, was aber nichtsdestotrotz erstmal positiv anmutet, ist der Umstand, dass die 87 hier gehalten werden kann. Also das hatten wir gestern zum Thema gemacht. Ich hatte, glaube ich, gestern ein Setup thematisiert. Ich muss kurz überlegen, wie genau sich das dargestellt hat. Hatten wir pauschal den Bereich Long zum Thema gemacht? Das weiß ich gar nicht. Oder hier aus diesen Gefilden, oder? Rücksetzer. Ich weiß es nicht mehr, ich kriege es nicht mal zusammen. Also auf jeden Fall gegen diese Region, also so viel steht auf jeden Fall fest, gegen diese Region 87, 775, so diesen Bereich um diese Tiefs, scheint Long durchaus von Interesse zu sein, wobei jetzt natürlich zügig eine Rückeroberung der 1800 gesehen werden möchte, die weiteres bullisches Potenzial deutlich einen Rücklauf dann über die 1800 freilegen würde. Andernfalls wäre das hier doch wieder eine relativ schwache Vorstellung, die Gold eben tatsächlich hier präsentiert, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung eben am Zins, die eigentlich, besonders im Hinblick auf die Realverzinsen, die eigentlich bullisch treibend sein sollte und wo man auch hier langsam aber sicher so das Gefühl bekommt, dass dort etwas andere Kräfte vielleicht auch am Wirken sind. Auch das sollte man vielleicht dann aus der psychologischen Warte nicht unterschätzen. Also der eine oder andere fragt sich ja, wer hat denn was dagegen, in Anführungsstrichen, dass es hier zu einer zu starken Aufwertung für Gold kommt. Dann kommt natürlich gerne dieses Argument erstmal an erster Stelle, das ist auch nachvollziehbar, dass man hier vielleicht Interesse seitens der Bullion Bank sieht, also beziehungsweise jener Player am Goldmarkt, die ganz besonders eben dann an der COMEX beispielsweise entsprechend tätig sind
und hier die Suggestion aufrechterhalten wollen, dass dieser Papiergoldmarkt real ist, was er ja nicht ist bei genauerer Betrachtung. Er ist nur marginal, ganz klein, mit ganz wenig prozentual betrachtet, physischem Gold unterlegt, aber diese Unterlegung mit physischem Gold und auch die Option, die beispielsweise der Future-Markt gewährt, dass man entsprechend eben im jeweiligen Umfang dann in der Lage ist, in physisches Gold konvertiert, sich physisch auszahlen zu lassen und kein Cash-Settlement möchte. Das ist eben etwas, was in Gefahr ist bei einem zu stark anziehenden Goldmarkt. Denn in diesem Moment kommen eben tatsächlich hier dann die Bullenbanks dahingehend in Schwierigkeiten, weil sie so viel physisches Gold, wie dort nachgefragt werden dürfte, gar nicht liefern könnten. Aber das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt, den sollte man nicht unterschätzen, und der ist viel trivialer eigentlich, nämlich, dass man hier diese Underperformance von Gold jetzt über längere Zeit, und das sehen wir ja schon eigentlich laufend seit letztem Jahr, also beziehungsweise schon seit Beginn diesen Jahres, nachdem es diesen kurzen Hype eben tatsächlich gab, wir sehen wirklich auf breiter Front einfach eigentlich ein extrem unattraktives Asset. Also das ist wirklich reine Wertaufbewahrung. Das hat keinerlei spekulativen Charakter oder dergleichen, was wir hier gleich oder Aufwertung gegenüber dem US-Dollar dann an der Stelle vom Goldpreis. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Überlegung, die einem relativ schnell dann begegnet, dass man sagt, naja, man stelle sich einfach mal vor, in diesem Umfeld, was ja jeder das auch sehen kann. Oder ich formuliere es mal anders. Also heute früh, ich bin wieder zum Bäcker gegangen und man wirft natürlich immer mal so einen Blick auf den Zeitungsständer. Ne? Und man sieht jetzt in riesengroßen Lettern in der Bild-Zeitung ganz oben drauf, was denn jetzt die Regierung, besonders der ehemalige Bundesfinanzminister Scholz, der jetzt der Kanzler wird, gegen diese anziehende Inflation tut und verweist seitens der Bild ganz explizit auf diese hohe Teuerungsrate, die wir zu sehen bekommen. Das ist brisant, weil man sollte immer noch erkennen, die Bild ist und bleibt die auflagenstärkste Zeitung, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, wenn ich das recht erinnere. Und das bedeutet, jetzt erreicht dieses Inflationsgespenst die breite Masse. Wir hatten Zeiten, wo ja auch absolut legitim in die Richtung argumentiert wurde, dass diese Entwicklung früher oder später stattfindet. Also, jetzt sind wir zum Beispiel mal die Ausführungen von Dr. Krall in dem Zusammenhang oder auch von Dirk Müller, der ja auch dann mal in der einen oder anderen Talkshow war, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Damals zu der Zeit hat man das Gefühl gehabt, da hat der Müller häufiger bei Lanz gesessen als heute der Lauterbach. Ja? Und das Interessante jetzt in dieser Konstellation, das sind aber nur einzelne Stimmen gewesen. Also es war durchaus mal ein Thema, man konnte da durchaus mal über diskutieren, mal ein bisschen kontroverser oder dergleichen. Und dann ist das auch wieder so ein bisschen versandet, diese Sorge vor anziehender Inflation. Und jetzt fängt das Inflationsgespenst auf einmal an, sich zu verselbstständigen und die breite Masse zu erreichen. Und jetzt stelle man sich in diesem Zusammenhang einfach mal vor, was passieren würde, wenn jetzt in Kombination mit dieser anziehenden Inflation, die wir dann in der Tageszeitung und dann in den Mainstream-Medien an der Stelle präsentiert bekommen, zeitgleich auch noch abends beim Einschalten des Fernsehs und dem Schauen der Nachrichten, plötzlich es hieße, dass Gold 10% Wertsteigerung gegenüber dem US-Dollar innerhalb eines Handelstages gesehen hat. Das wäre rein psychologisch. Wäre das eine, in Anführungsstrichen, Katastrophe, denn plötzlich würde es einen Riesenrun auf ein Absicherungsgeschäft geben, nämlich Gold Long. Die Menschen würden an der Stelle dann zu dem Schluss kommen, ich muss jetzt irgendwas tun. Das Geld ist immer weniger wert, also muss ich gucken, dass ich irgendwie meine Hände auf reale Werte bekomme, auf Sachwerte. Und der erste schnellste Weg ist in dem Zusammenhang eben zur nächsten Degussa Bank, zu ProAuben und sonst dergleichen zu gehen und physische Goldbestände eben tatsächlich zu akquirieren. Was natürlich zwangsläufig Auswirkungen hätte auch auf den Papiermarkt an dieser Stelle. Und jetzt haben wir aus dieser Perspektive haben wir eben eine Sorge, die dann eben dazu führt, dass man sagt, naja, man versucht an der Stelle irgendwie den Goldpreis zu deckeln, um diesen psychologischen Effekt nicht zu triggern. Also das wäre so meine Überlegung, die dem zugrunde liegt. Und weswegen ich an dieser Stelle auch hier dann einen Sinn dahinter erkennen könnte, würde, warum Gold in diesem Umfeld so underperformt, wie Gold underperformt. Und wo sich auch mehr und mehr die Frage aufdrängt, denke ich mal, wie lange es wohl noch dauert, bis dieser Korken aus der Flasche fliegt, wann nämlich eigentlich dann schlussendlich dieses Inflationsgespenst beginnt, auch sich dahingehend wiederzuspiegeln, dass die Leute sagen, weißt du was, jetzt nehme ich mein Geld und transferiere es beispielsweise in physische Goldbestände oder Edelmetallbestände generell. Das muss ja nicht Gold sein, es kann auch Silber sein, Platin sein, Palladium und so weiter. Und
Das ist jetzt bezogen besonders auf Deutschland, weil hier auch das Inflationsgespenst natürlich ganz besonders lautstark sich tatsächlich äußert im Hinblick auf die Geschichte und unseren Rucksack. Sagen wir mal, die deutsche Geschichte in den Rucksack, den wir da mit uns tragen. An dieser Stelle, das wird sich in anderen EU-Staaten wahrscheinlich komplett anders darstellen. In südeuropäischen Peripheriestaaten, da hat man solche Inflationsniveaus, da lachen die jetzt drüber und sagen, ja, 5%, was denn das? Aber also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass man diesen Effekt nicht unterschätzen sollte und auch aus dieser Perspektive sich der Thematik nähern sollte. Auch wenn das spekulativ oder tradingtechnisch nicht einfach umsetzbar ist, denke ich, tut man an dieser Stelle gut, vorzubeugen. Sollte man solch ein Szenario für sich skizzieren, einen Teil seiner Rücklagen eventuell in physischen Beständen eben parken. Einfach deswegen, weil wenn es dann früher oder später zu dem Fliegen des Korkens aus der Flasche kommt, dann ist es potenziell zu spät. Also an der Stelle ist man besser vorsorgend unterwegs und mit Geduld dann entsprechend gehedged, wenn man so möchte. Und wenn es nicht so kommt, das wäre schön, wenn es so wäre, aber ich befürchte, dass wir noch einen ziemlich deutlichen Inflationsdruck hier sehen werden und einiges an Turbulenzen auch an den Finanzmärkten. Aber nicht zwangsläufig jetzt. Also nicht, dass man das auch missversteht, aber dass man darauf vorbereitet ist, dass solch eine Entwicklung eventuell durchaus im Bereich des Möglichen liegt und sich darauf vorbereiten sollte und dann entsprechend eben breit diversifiziert in eine solche vielleicht Turbulenz eben tatsächlich startet. So, das noch ganz kurz zu Gold. Wir wollen final einen Blick werfen auf Salesforce. Salesforce wird heute nachbörslich Zahlen berichten. Hier. Also sehr relativ dünner Wirtschaftsdatenkalender. Wir werden das auch morgen in der Nachbetrachtung uns natürlich anschauen, auch Hewlett Packard beispielsweise mit Zahlen. Aber unser Fokus soll auf Salesforce liegen, weil das ist eine technische, sehr interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, ob sich das Bild weiter so fortschreibt. Aber wir haben zumindest mal seit nunmehr Mai eigentlich einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend mit auch Markierung neuer Allzeithochs. Sind jetzt jüngst hier auf diese untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung aufgesetzt und gegen diesen Bereich wieder angezogen. Also ich bin sehr gespannt an der Stelle. Wie gesagt, wir spekulieren jetzt nicht in die Earnings hinein, aber das Key-Level dürfte wahrscheinlich so rein psychologisch so der Bereich um $300 Pi mal Daumen sein. Wenn die Earnings überzeugen und in der Lage sind, uns über $300 zu befördern, dann scheint durchaus hier, auch vielleicht im Gesamtkontext, sollte sich das übergeordnete Bild derart darstellen, wie gerade für mich skizziert, dass ich eher glaube, dass wir nach unten fertig sind, dann würde ich hier wahrscheinlich mich beginnen, für die Long-Seite zu positionieren, in Erwartung eben, wie gesagt, dass es da zu einem Break auf neue Allzeithochs in den Jahresschluss hineinkommt. Das schauen wir uns morgen an, aber vielleicht sollte man das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Salesforce, wie gesagt, heute nachbörslich Zahlen berichtet und dass in dieser Konstellation eben Long-Plays durchaus interessant werden könnten. En Detail schauen wir uns das auf jeden Fall morgen an. Dann zum Morning Meeting um 10:30 Uhr, wie gewohnt. Ja, so, das wäre es soweit meinerseits tatsächlich gewesen. Dann schaue ich mal ganz kurz. Ich glaube aber, ich habe alle Fragen größtenteils. Sehr schön. Ja, scheint alle Fragen beantwortet zu haben. Dann sei es das meinerseits gewesen. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Und wie gesagt, Key Level im S&P 4600er Region, wenn wir die halten können, könnte das der Beginn sein, eben eines über kurz oder lang stattfindenden erneuten Laufs in Richtung der 4650, 4660. DAX, ich denke auch eher fertig. Was wir sehen wollen, nochmal, ist hier die Rückeroberung des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, Rücklauf über die 15.000 100er Marke. Vielleicht der ein oder andere wird es ein bisschen konservativer angehen, wird sagen, ich möchte auch gerne, dass wir den Xetra Open, das ist hier das Level um 15.120, erstmal oberhalb uns stabilisieren können. Aber sobald das stattfindet, ist das eventuell der Wegbereiter dann für einen Run in den kommenden Tagen in Richtung eben hier der Abwärtstrendlinie 15.500, 15.600 auf der Oberseite. Eintrüben würde sich das Bild, sobald wir wieder unter 15.000 fallen. Das sieht derzeit erstmal nicht danach aus. Ja. Das muss man überraschen, wie sich der heutige Tag darstellt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Kommentare, Fragen gerne unterhalb des Videos. Ich würde mich freuen, dort von euch lesen zu können und eure Fragen beantworten zu dürfen. Und soweit sei es das, soweit erstmal für mich, von mir für heute gewesen. Nächstes Morning Meeting, wie gesagt, morgen, 1. Dezember 2021, 10:30 Uhr, gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.